Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Heute ist Sonntag, das heißt, ich habe Rüben eingekauft. Ich zeige euch auch gerne, wo ich die in meinem Haus hin platziert habe. Hier, der ganze KK-Schrein ist voll mit Rüben. Aber das ist nicht alles, denn auch mein Häschenzimmer hat ein paar Rüben abbekommen. Toll, oder? Mann, ja, die brauchen aber so viel Platz, diese blöden Rüben. Da auch nochmal ein Danke an den Medusa-Enzym, bei dem ich Rüben einkaufen durfte. Bei ihm haben die Rüben nämlich pro Stück nur 90 gekostet. Und bei mir hatten sie, glaube ich, 101 oder so gekostet. Oder vielleicht sogar 103. Also 13 Sternis pro Rübe gespart. Yay! Es kann sein, dass in dieser Folge noch irgendwann mich jemand anschreibt, dass ich bei ihm die Rüben verkaufen darf, weil irgendwo auf der Welt ist anscheinend schon Montag. Oder es sind einfach irgendwelche Time-Traveler, wo die Zeit ganz toll ist. Aber vielleicht auch nicht. Egal, was haben wir denn heute so im Briefkasten? Der Hannes. Wieso schickt mir der Hannes was? Ganz viel Shopping-Kram. Ach stimmt, ich habe ganz viele Bücher gekauft. Hier, 3 Bücher habe ich mir gekauft. Jetzt müsste ich 5 Stück haben, damit ich diese Buchwand machen kann. Oder dieses Bücherregal. Da freue ich mich sehr drauf. Das brauche ich nämlich für mein Waifu-Zimmer. Beziehungsweise mein Gaming-Room. So, Akademie des schönen Hauses hat heute auch bewertet. Was hat Nook noch geschrieben? Toll, du hast einen neuen Mitbewohner. 1000 Nook-Meilen. Ja. Stimmt, da ist die Malika oder sowas bei uns eingezogen. Ich habe ja gestern auch gestreamt. Deswegen weiß ich auch schon, was die für ein Typ ist. Oh, Rang S. Aber ich weiß nicht, wie sie drauf ist. Werden wir gleich auch nochmal gucken. Hallo Dizzy. Du hast 66.000 Punkte und damit einen Rang S. Wunderbar. Die Bewertung deines Hauses hat 20.000 Shares überschritten. Nicht nur Grund zum Feiern, sondern auch für dieses Präsent von Seiten der Akademie des schönen Hauses. Danke dafür. Das wird auf jeden Fall als Favorit gespeichert. Gleich bei der zweiten Bewertung ein S. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Und was hat der Hannes noch gemacht? Ihr wollt schon mir gewährt. Ach, Hannes hier, das ist dieser Medusa-Enzym, by the way. Dem habe ich noch gebeten darum. Sorry, dein Brief will ich aber nicht haben. Mir ein Teppich zu schicken. Einen coolen Imbissboden nämlich. Genau. Weil daraus möchte ich auch noch coole Sachen machen. Und wir haben trotzdem nur ein Bronzeabzeichen. Ich habe ein S bekommen für meine Wohnung und krieg trotzdem nur ein Bronzeabzeichen. Ist das dein Ernst, Akademie des schönen Hauses? Für so ein ekliges Haus kriege ich einfach ein S? Also ihr müsst euch natürlich vorstellen, dass die Rüben, als sie das bewertet haben, noch nicht da waren. Ich glaube, das hätte die Wertung nochmal gut runtergerissen. Und wir schauen uns mal dieses hübsche Bronzeabzeichen an. Ah, ach, es ist wirklich ein richtiges Abzeichen. Okay, dann kann ich mir vorstellen, dass wenn man 3 Wochen hintereinander gut bewertet wird, dass das dann immer weiter steigt. Also, dass man dann nächste Woche, wenn man da auch ein S bekommt, vielleicht Silber bekommt. Oder aber das Haus muss größer sein und dann muss man ein S bekommen, damit man höherwertige Abzeichen bekommt. Das kann auch sein. So, den Boden von Medusa gucken wir uns auch nochmal kurz an. Ja, guckt euch das an. Ich finde den gar nicht so hässlich, muss ich sagen. Ich finde ihn sogar ziemlich hübsch. Und daraus kann man halt einen coolen Imbiss machen, wenn ich da mal irgendwelche Möbel bekomme. Das ist halt gerade noch mein Problem, dass ich zu wenig Möbel habe in meinem Leben. Aber das passt soweit. Und da ich jetzt ein paar Bücher habe, stellen wir auch gleich mal das Bücherregal her. Weil das ist wirklich richtig teuer. 5 fucking Bücher, die ich zumindest noch nicht selber herstellen kann. Das ist richtig blöd. Ich musste die alle bestellen. Und man kann nur 5 Sachen am Tag bestellen. Das heißt, ich kann jeden Tag nur ein Bücherregal mir machen, wenn ich nur Bücher bestellen würde. Naja, sieht das wenigstens cool aus. Uff. Okay. Das ist ein bisschen größer, als ich dachte. Ach du Scheiße, warum ist das so riesig? Aber ja, sehr, sehr viele coole Bücher drin. Ich habe mir halt überlegt, dass das dann so meine Manga-Sammlung ist. Dafür bräuchte ich aber noch mehr solcher Bücherregale. Das wird dann in mein Gaming-Cinema kommen, das ich irgendwo einrichten werde. Wahrscheinlich nach Ostern dann da auf der linken Seite. Ansonsten, hier hat sich glaube ich nichts getan. Die Blümchen sollten morgen alle fertig sein. Dann blühen die alle. Achso, ich hab hier noch ein Schild hingelegt, dass man hier bitte nicht rüberrennen soll. Das ist ein Warnungsschild. Und habe meine Bäume markiert. Das ist noch ein bisschen hässlich. Ich werde das noch verändern mit diesem Aufdruck hier unten. Aber apropos Aufdruck, Leute. Erstmal gucken wir uns noch den Garten an. Hat sich da irgendwas getan? Nö, wieso pflanzen sie sich nicht fort? Ich raff das wirklich nicht. Erstmal gießen. Eigentlich machen das immer meine Bewohner, aber heute waren sie hier anscheinend noch nicht unterwegs. Machen wir das einfach händisch. Ist ja auch immer ganz nett. La la la. Ich habe übrigens meine Gießkanne gold gefärbt. Also das ist... Nein, Gießkanne! Stelle ich halt noch eine neue her. Da lacht doch das Gärtnerherz. Jetzt ist die leider nur noch in Silber und nicht mehr in Gold. Menno.
Also es gibt auf jeden Fall eine goldene Gießkanne. Ich weiß aber nicht, wie man die bekommt. Wahrscheinlich, wenn man 5 Sterne in der City hat. So, ansonsten habe ich hier noch einen Aufgang hingelegt. Okay, jetzt kommt man hier auch vorbei. Ich hatte ein bisschen Angst, dass man hier nicht mehr vorbeikommt, wenn man da einmal rüber hüpft. Ist jetzt immer noch nicht die hübscheste Stelle, wie ich finde, aber an diesen ganzen diagonalen Dingern konnte ich die halt nicht hinpacken. Da war das hier irgendwie noch am besten, damit ich wenigstens hier links hochgehen kann. Und hier mit diesem Muster auf dem Boden, weiß ich auch noch nicht, wie ich das finde. Die Brücke ragt halt da so doof rein. Das ist alles ein bisschen suboptimal. Aber ja, wir haben hier gestern im Stream noch einen schönen Weg hingebaut. Bei der Baumplantage, beziehungsweise bei der Obstplantage. Damit man hier schön im Wald rumgammeln kann. Und zwischen den Bäumen immer noch ein paar Blümchen, die ich jetzt natürlich auch alle gießen muss. Also guck, man kommt dann hier so rein, wird mit Liebe begrüßt. Einfach mein Emote. Und dann kann man hier so hochgehen. Der Weg geht hier halt bis ganz nach oben. Und bei den einzelnen Baumreihen gibt es dann noch so einen Weg, dass man da nach rechts gehen kann. Ich hatte eigentlich noch vor, hier irgendwie eine Sitzgelegenheit hinzupacken. Aber ich habe leider noch kein gutes DIY-Rezept dafür. Deswegen wird das noch dauern. Aber ja, das haben wir gestern gemacht und das war übrigens mega die Arbeit. Ich habe das mit diesen Custom Designs gemacht, da habe ich mir ein paar runtergeladen. Und das hat ganz schön lange gedauert. Aber hat sich, glaube ich, gelohnt. Ekliges Hausdesign auf jeden Fall. Mal gucken, wie es Malika so geht. Soll ein Eichhörnchen sein, kleiner Spoiler. Was ich ein bisschen schade finde, weil wir halt schon mit der Nadine ein Eichhörnchen haben. Aber dieses Eichhörnchen hier sieht ein bisschen netter aus als Nadine. Oh, wen haben wir denn da? Ich heiße Marika, ich bin gerade auf diese Insel gezogen. Du wohnst auch hier? Zuerst einmal muss ich mich hier einrichten, aber danach bist du hoch. Hoch willkommen, okay. Ich freue mich schon drauf, dich richtig kennenzulernen. Knabber, knabber, knabber. Ich helfe dir. Da. Okay, ich bin anscheinend zu schwach dafür. Aber mir gefällt ihre Farbe. Die ist so grün-türkisig. Und sie hat keine Monobraue. Und sie sieht ganz nett aus. Auf jeden Fall viel besser als Nadine, oder? Aber es ist halt kacke, dass wir jetzt zwei Eichhörnchen als Bewohner haben. Das gefällt mir wiederum nicht so gut. Haben wir jemanden auf dem Campingplatz? Nope, das ist sehr sad. Vielleicht werden wir ein bisschen Musik machen. Guido freut sich richtig krass. Music time! Okay. Diese Mähne hat genau die richtige Größe. Zu groß, um das andere Ende zu sehen. Zu klein, um von einem Seemonster angegriffen zu werden. Zu klein und vom einen Seemonster angegriffen zu werden. Das macht absolut keinen Sinn. Warte, warte, ich habe noch was anderes für dich. Guck dir das an, Guido. Das war bis eben noch in meinem Haus. Aber ich brauche es nicht. Nehme diesen Seeengel an dich. Dem platzt sein Kopf, wenn du ihn berührst. Ist das nicht super funny? Dann muss ich nochmal kurz Nadine Bescheid sagen, dass wir jetzt ein anderes Eichhörnchen in der City haben. Und zwei Eichhörnchen sind leider zu viel. Also Nadine... Nein, Nadine, wieso freust du dich? Es ist kein Platz für zwei Eichhörnchen in einer Stadt. Okay, sie fand meinen Frack ganz toll und hat mir deswegen irgendeine Brille geschenkt. Aber warum ist sie so happy? Sonst mag sie das immer nicht, wenn ich sie anspreche. Oh, sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Danke, Nadine. Nadine ist die einzige Bewohnerin in meiner City, die, wenn ich die ein paar Mal anspreche, auch nur so 4-mal oder so... Ach, sie hat zu viel Game of Thrones geguckt, jetzt verstehe ich. Hat ein Ohrwurm von dem Intro. Ja, okay, kann ich verstehen. Ist auch eine gute Serie. Aber sie ist halt immer so richtig niedergeschlagen, wenn ich sie ein paar Mal anspreche und ja, mag das halt gar nicht. Die ist dann immer so richtig depri drauf. Egal. Ich muss mich leider auch schon wieder ein bisschen beeilen, weil ich leider wieder viel zu spät aufnehme. Heißt, wir gehen als allererstes in die Schneiderei und gucken, ob es da irgendwelche tollen Sachen gibt. Okay, es gibt ja so ein Ärzte-Monokel-Teil. Heißt bestimmt Ärzte-Monokel, oder? Das ist ein Ärzte-Monokel, ganz klar. Ist das so eine Harry Potter-Robe? Guck mal hier. Ravenclaw, Gryffindor, Slytherin und Hufflepuff. Okay, ich bin natürlich... Eigentlich Ravenclaw, aber Slytherin sieht da wohl richtig verschärft aus. Oh, das sieht auch cool aus. Hemd mit Kamera. Nice, aber ich nehme auf jeden Fall die Slytherin-Robe. Gibt's noch... Oh, es gibt sogar den Zauberhut! Okay, wir werden heute auf jeden Fall zum Zauberer. Blau oder lila? Blau, lila, blau, lila. Wir nehmen blau. Und ein Ärztemonokel. Jetzt sehe ich aus wie Moody. Leute, kennt ihr Moody? Habt ihr Harry Potter gesehen? Oh, es gibt ja sogar richtig coole Stiefel noch dazu. Arbeitsstiefel. Jetzt sind wir Moody aus Harry Potter. Nice, jetzt haben alle Angst vor mir. Oh, Sina, ich habe schon wieder eingekauft. I did it again.
Du bist Dizzy, richtig? Sie kann sich an meinen Namen erinnern. Ich bin so stolz auf dich, Sida. So stolz. Huch, träume ich oder was? Das ist das erste Mal, dass ich den Namen eines Kunden aus deinem Mund höre, Schwesterchen. Tina, du weißt, wie schwer mir das so fällt. Also, ich bin Sina. Ich dachte, wir sollten uns einander endlich mal vorstellen. Ja! Wie Spaß da noch beim Einkaufen. Hallo Sina, ich bin Dizzy. Ich bin so glücklich. Ich musste also erst ein Zauberer werden, damit du meinen Namen weißt, ja? Tut mir leid, dass wir dir gar nichts anbieten können. Nicht mal einen Tee, aber schön, dich hier zu haben. Ich habe dir, keine Ahnung, eine ganze Woche Tee und Kaffee bei mir zu Hause angeboten. Aber schön, dass du jetzt endlich ein bisschen mehr redest. Das wusste ich nicht mal, dass die Sina wirklich so ein bisschen aufgeht, wenn man die jeden Tag anredet. Wie schön, dass du keine Mühen scheust, uns mit deinem Besuch zu beehren, Dizzy. Sehr gerne, Sina, sehr gerne. Ach, das ist schön. Das freut mich, dass ihr jetzt ein bisschen mehr redet. Dann bin ich doch happy. Tschüss, Tina. Tschüss, Sina vor allem. Na Gütchen. Hallo, Pia. Ich wollte heute Sachen machen. Und zwar wollte ich mein Museum verändern. Beziehungsweise das Aussehen, weil mir gefällt das hier doch nicht mehr so gut mit den Bäumen davor. Irgendwie sind die mir zu breit in die... die Breite halt. Deswegen habe ich auch schon ein paar Früchte gemampft. Und wir werden die jetzt einmal alle ausreißen und woanders hin platzieren. Ich habe die Früchte gestern gegessen. Ist das jetzt wieder zurückgesetzt worden? Ist nicht dein Ernst. Ich habe 10 Kirschen gegessen. Aber halt gestern Abend, als ich nochmal privat gespielt hatte. Das ist mir eingefallen, könntest du ja auch einfach im Video machen. Toll, damit sind die 10 Früchte einfach weg, weil über die Nacht war mein Magen anscheinend gut am Arbeiten, dass die ganzen Früchte weg sind. Dann suche ich mir kurz ein paar Früchte und esse die alle auf. Ein Glück habe ich noch so viele Kirschbäume hier übrig gelassen. Und der Charlie hat Flöhe. Mein Rücken juckt heute wie verrückt und ich weiß einfach nicht warum. Ich weiß warum, Charlie. Bitte gucke nicht in meine Richtung. Ja, setz dich hin. Und ha, meins. Was? Mein Luxuskörper hatte Flöhe? Gibt's ja gar nicht. Na jedenfalls werden wir jetzt die ganzen Bäume hier einmal ausreißen. Und ich weiß gar nicht, behalten die Bäume ihre Früchte, wenn man die ausgräbt? Ich probiere es einfach mal aus. Guck mal, das waren sogar genau 10 Bäume. Hat also genau hingepasst hier. Und in die Löcher kommt jetzt Bambus rein. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut aussehen wird. Aber Bambus nimmt halt nicht so viel Platz weg. Also man kann dann da besser durchgucken. Und ich glaube, das könnte eventuell ganz gut aussehen. Aber jetzt überlege ich gerade. Wir könnten das Museum auch ein bisschen eingrenzen, to be honest. Dass das gar nicht so ein komischer Weg ist, sondern dass wir hier irgendwie das Museum mit einem Zaun halt abgrenzen. Dann vielleicht irgendwie so? Dass man dann wirklich durch die Mitte gehen muss, um da reinzukommen. Und dahinter und davor kommt dann trotzdem überall Bambus eventuell. Und dann sieht das vielleicht ganz gut aus. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Ich bin sowieso so ein Typ, der immer was baut. Für Stunden. Das dann doof findet und wieder alles neu macht. Ja, ist vielleicht ein bisschen zu weitläufig. Aber könnte auch wieder ganz gut aussehen. Wenn da dann halt überall Bambus ist. Das ist die Frage, wie mache ich das dann auf der rechten Seite? Da kann ich das dann nicht bis ganz rüber machen. Wie ging das hier? 2, 4, 6, 8 Dinger. 2, 4, 5, 8. Man könnte sich halt auch überlegen, ob dann hier vielleicht noch irgendwie ein Fossil ausgestellt wird oder sowas. Vom Museum, damit man weiß, ah ja, das ist das Museum. Und dann machen wir hier einfach zu, oder? Hier in die Ecke könnte auch dann richtig gut so ein Fossil passen. Entweder da in die Ecke oder halt direkt hier vor. Also so ein bisschen, dass das mit dem Museum überlappt. Dann buddel ich die hier doch nochmal aus. So, und jetzt die alles entscheidende Frage. Vor oder hinter den Zaun? Die Bambusse, Bambinis, ohne Bambon. Fucking Plural von Bambus. I don't know. Wie sah denn das bei meinem Haus aus? Da habe ich ja, glaube ich, vor und hinter dem Zaun Bambus hingepackt. Also, so wird es davor aussehen. Kann man halt auch so ein bisschen durchluschern. Das finde ich ganz geil beim Bambus. Und der ist halt nicht so breit wie normale Bäume. Dann sollte ich meiner Linie wahrscheinlich treu bleiben und die einfach davor packen. Und ich muss sie leider ein bisschen weiter nach vorne packen, weil Bambus braucht meines Wissens auch zu jeder Richtung ein Platz, damit sie überhaupt wachsen können. Und bei großen Bambus ist das irgendwie noch ein bisschen merkwürdiger. Also die werden auf jeden Fall anders aufgestellt als Bäume. Das ist
Das habe ich noch nicht so ganz raus, wie das beim Bambus funktioniert, aber wir pflanzen diese 6 hier jetzt erstmal und dann schauen wir in 3 bis 8 Tagen, keine Ahnung, wie lange so ein Bambus braucht, einfach mal nach, wie es aussieht. Im schlimmsten Fall können wir es ja natürlich wieder ausgraben, dann haben wir zumindest Bambus, das wir irgendwo anders platzieren können. Und wir können jetzt hier natürlich trotzdem noch so einen kleinen Weg machen. Ich glaube, ich packe hier zumindest noch 2 Stück hin, oder? Dann haben wir so einen kleinen Weg da rein. Man könnte natürlich auch noch einrahmen, indem man einfach den Zaun hier ein bisschen weiterführt. Das wäre auch noch eine Idee. Oder man läuft halt einfach nur durch den Bambus durch. Ja, ja, werden wir schon sehen in der nächsten Zeit. Und hier platzieren wir dann einfach noch ein Fossil, aber dieses Fossil ist doof. Das müsste halt schon irgendwie so ein richtiges Fossil sein. Ich hatte daran gedacht, warte, ich kann euch das ja kurz im Museum zeigen, welches ich da gerne hinstellen würde. Richtig geil wäre dieser große Kopf da. Was ist das für ein Kopf? Ja, der Dunkliosteus. Den würde ich richtig gerne fürs Museum packen. Also wenn ich ein Kind wäre und so ein Dunkliosteus vom Museum sehe, dann würde ich erstmal wahrscheinlich vorne diesen Kiefer abbrechen, weil ich daran spielen würde. Aber als zweites würde ich richtig gerne in das Museum dann reingehen, wenn ich das da sehe. Eigentlich sehen die alle sehr cool aus. Ich finde diese Schildkröte sehr cool. Ich finde aber auch diesen riesen Pelikan hier richtig toll. Dieses Viech hier war mein Lieblingsdinosaurier, als ich noch klein war. Ein Ankylosaurus. Ich fand den irgendwie toll. Und den Stegosaurus da hinten natürlich auch. Ich glaube, meine Grundschulklasse hatte sogar als Symbol diesen Stegosaurus da hinten. Wir waren nämlich die Dino-Klasse. Ja, ja. Richtig cool. Okay, aber ich wollte eigentlich... Der sieht auch cool aus hier, dieser Raptor hier vorne. Der so richtig cool in Action ist. Ich hätte am liebsten den hier. Diesen Hirsch. Weil wenn man davon 2 hätte und den dann auf beide Seiten vom Museum packen würde, dann würde er das auch so ein bisschen einrahmen. Und das ist so voll majestätisch, finde ich. Also dieser Hirsch hier wäre richtig cool. Fände ich. Aber ich gehe jetzt einfach mal kurz auf Fossilsuche und guck mal, was ich von Eugen bekomme. Und wenn wir schon dabei sind, die ganzen X im Boden zu finden, hallo, buhu, zum 6. Mal, hi. Letztens hat er mir übrigens keine Tapete oder Boden gegeben, sondern einen Gegenstand. Ein Malset hat er mir gegeben, das einfach gar nichts wert war. Das habe ich dann dem Medusa geschenkt, dafür, dass er mich bei sich Rüben einkaufen lassen hat tun. Aber das hatte ich letztes Mal bei Buhu bekommen. Das erste X ist tatsächlich gleich ein Fossil, cool. Das zweite X, auch ein Fossil. Hier oben haben wir noch eins, leider nur ein Ei. Und dann haben wir auch noch einiges, und zwar erstens mal eine Seele, 1 von 5. Und noch eine Flaschenpost, die ich nicht mitnehmen kann. Super geil. Okay, du bist frei, kleiner Flo, du bist frei. Hat sich selbst umgebracht. Hallo, du Glückskind, hier, Lieblingspopster basteln, Lieblingsstück, dubidu, ein Holzschäbel. Was ist ein Holzschäbel? I don't know. Das ist ein Hocker. Dann sag doch bitte einfach Hocker. Bitteschön. Nur für dich. Ah, Unkraut. Yay, eine Pflanze. Ich werde mir auch total Mühe damit geben, damit meine mal nicht wieder recht hat. Ja, Unkraut verfällt, glaube ich, nicht so schnell. Das ist der Profi-Tipp für alle, die nicht gut mit Pflanzen zurechtkommen. So, egal. Was hat dieses X hier noch? Das dritte Fossil. Nice. Das Haus ist auch hier verkauft. Aki. Ach, Aki. Die habe ich gestern auch getroffen. Ich sag jetzt mal nicht, wer das war. Ich fand die aber ganz cool, die Person, die morgen einzieht. Lasst euch überraschen oder guckt den Stream und lasst euch nicht überraschen oder guckt nach, wer Aki ist. Pff. Aber passt auf jeden Fall zu meiner Insel, wie ich finde. Da freue ich mich. Die Aki zieht also da links ein. Okay. 2. Und Nummer 3 ist auch hier rechts. Cool. Dann bietet das vierte Fossil. Nope. Doofes Drecksei. Oh nein, Lutz. Wieso haben die hier alle Flöhe? Was geht ab? Ich glaube, ich müsste mal... ich habe leider keinen Kescher. Lutz, ich komme gleich wieder. Ich glaube, ich müsste mal irgendwie eine Waschanlage in meine City reinbauen. Oder halt irgendwas, wo sie sich waschen können. Das kennen die Tiere hier in der City anscheinend nicht. Körperpflege, Körperpflege, was ist Körperpflege? Schnell einen Kescher hergestellt. Und zurück zu Guido. Nein, Guido hat sich nach Hause verflüchtet. Ja gut, dann muss er jetzt noch einen Tag mit dem Floh leben. Das ist ja richtig die Pandemie mit diesen ganzen Flöhen. Jeder hat hier Flöhe. Bist du mein viertes Fossil? Nope. Dafür aber... viertes Seelenfragment. Wenn das nicht das vierte Fossil ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Dankeschön. So, einmal kurz analysieren lassen. Haben wir irgendein passendes Fossil dazu bekommen, das man hier draußen ausstellen könnte? Diplodocus-Hals. Geil. Und ein Dunkliosteus. Ist das nicht sogar dieses Ding, das ich haben wollte? Aha!
Als ob. Das ist ja perfekt. Okay, der guckt nach links, dann kommt der hier auf die rechte Seite. Ja, ist das geil oder ist das geil? Also ich find's ganz schön schnieke. Klar, auf die linke Seite muss jetzt natürlich auch noch irgendwas. Und der Bambus muss halt hochsprießen. Und hier fehlt auch noch irgendwas. Also hier vielleicht noch ein ganzes Fossil irgendwo hinstellen. Wie sehen denn die anderen aus? Ja, so ein Schwanz ist wahrscheinlich jetzt nicht so... Ach, das Ding. Nicht so höchst interessant. Dieser Hals wahrscheinlich auch nicht. Boah, ja, geil, so ein Halsstück. Wow. Aber erstmal finde ich das gar nicht so schlecht. Dann weiß man, ah ja, das ist das Museum. Da gibt es komisch tote Sachen drin. Gut, dann brauchen wir jetzt noch ein Seelenfragment, damit wir Buhu auch glücklich machen können. Denn wenn Buhu glücklich ist, dann bin ich auch glücklich. Hier ist sie ja die fünfte. Na komm her. Ich bin der schlechteste Seelenfänger, den es gibt. Silke ist auch am Grübeln. Hör mal, ich hoffe, das kommt dir jetzt nicht ungelegen, aber ich hätte da etwas für dich. Ein Rennfahrer-Outfit. Ist ja der Wahnsinn. Aber du hast schon gesehen, dass ich ein Magier bin, oder? Na, dann zeig mal her. Rennfahrer-Outfit. Passt auch zum Hut. Sieht gar nicht lächerlich aus. Danke, Silke. Sötechen, Buhu. Ich habe wieder einmal, zum sechsten Mal, deine komischen Seelen gefunden. Bitteschön. Na guck, heute gibt er mir auch wieder ein Möbel. Ich hätte gern was Teures. Letztes Mal wollte ich was Neues und da hat er mir das Mahlset gegeben. Ein Milch- und Zuckerset, das ist genau derselbe Scheiß. Das ist genauso blöd wie das Mahlset. Mit dem Mahlset konnte man nichts machen und ich glaube, dieses Milch- und Zuckerset haben wir auch schon mal irgendwo gesehen. Ja, ja, hatten wir auch schon mal bei Nook, aber ich glaube mit einem anderen Untersetzer, wenn mich nicht alles irrt. Auch schon wieder Quatsch, das lohnt gar nicht, dem Buhu zu helfen. So, ansonsten habe ich am schwarzen Brett tatsächlich mal eine neue Nachricht bekommen von Melinda. Nämlich am 11. April findet anscheinend ein Angelturnier statt. Also genau nächste Woche Samstag. Die besten Anglern wegen tolle Preise. Und am 12. ist dann Osterevent. Mann, das wird ein pickepackevolles Wochenende. Wow, das wird richtig heftig. Da freue ich mich drauf. Jo, aber ansonsten war es das, glaube ich, für den Tag heute. War jetzt nicht so viel passiert. Wir haben halt das Museum ein bisschen angepasst. Und das war's. Aber muss ja nicht jede Folge richtig viel passieren, oder? Wir müssen jetzt halt noch 2 Tage warten, dass die anderen Bewohner da einziehen. Zum einen die Sia? Wie hieß die? Kia? Aki. Die Aki kommt morgen. Und den Tag darauf kommt dann der letzte Bewohner. Und dann sollten wir auch irgendwann mal das Terraforming bekommen. Ja! Und dann war's das aber erstmal für heute. Morgen sehen wir dann unsere ganzen Blumen hier in voller Montur. Das wird bestimmt auch richtig hübsch. Mann, oh Mann. Die werde ich jetzt noch alle gießen. Und dann erstmal danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.